Im Leben von Lukas Dauser ist es seit fast einem Jahr ganz schön rund gegangen. Durch seinen zweiten Platz am Barren bei den Olympischen Spielen in Tokio ist der Turner merklich prominenter geworden. Jetzt balanciert Lukas Dauser die gestiegene Aufmerksamkeit in seinem Alltag wieder aus. Gerade im Nachgang der Olympischen Spiele, in den Monaten danach, war schon die Aufmerksamkeit sehr, sehr groß. Viele Veranstaltungen, Ehrungen etc. Das war natürlich auch mal schön, da irgendwie mit dabei zu sein und das alles mitzubekommen. Aber letztendlich ist mein Job in der Turnhalle, alles zu geben. Mit Sport hat Lukas Dauser als Sechsjähriger begonnen. Zunächst beim Ballett mit seinen Schwestern, dann fand er im Kunstturnen seine große Leidenschaft. Mittlerweile gehört der 28-Jährige zu den erfolgreichsten Turnern des Landes. Schon 6-mal wurde Lukas deutscher Meister, gewann Gold im Weltcup und Medaillen bei Europameisterschaften. Wenn vom 11. bis 21. August bei den European Championships in München auch die Kunstturn-Europameisterschaft ausgetragen wird, will der Unterhachinger wieder aufs Podest. Ja, die Vorfreude ist riesig. Ich glaube, es ist unheimlich cool, überhaupt eine Europameisterschaft im eigenen Land zu turnen. Aber wenn es dann wirklich in der Stadt ist, wo man aufgewachsen ist, ist es, glaube ich, ja, unbeschreiblich. Also das ist wirklich das i-Tüpfelchen und es ist absolut präsent für mich. Sein Studium im International Management und die anstehenden Höhepunkte haben auch Auswirkungen auf das Privatleben des Sportsoldaten. In diesem Jahr geht die Karriere einfach vor. Bei mir ist eben die Europameisterschaft jetzt im August, dann die Weltmeisterschaft im Oktober und so ist der Zeitplan dieses Jahr relativ voll. Wir würden gerne im Sommer heiraten und deswegen passt es einfach nicht so ganz rein und darum haben wir uns verständigt, dann 2023 zu heiraten. Bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris will Lukas Dauser noch international auf Spitzenniveau turnen. Und bei der Europameisterschaft in München soll es wieder möglichst rund und hoch hergehen.